So, damit willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy, Crash Bandicoot 1. Und ja, beim letzten Mal haben wir uns den grünen Edelstein geholt und noch zwei weitere Level geschafft. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Verfolgerlevel, Boulder Dash. Wo wir noch nicht alle Kisten holen können, weil wir hier für den rosanen Edelstein brauchen. Ich glaube, hier ist jetzt noch rosa. Noch nicht lila. Würde ich zumindest so sagen. Wir haben 69 Leben. Eine wichtige Information. Leider eine Wumperfrucht zu viel. Guck mich nicht an. Guck bitte weg! Okay. Na komm. Guck bitte weg. Ich sterbe sonst noch, nur ich bin schüchtern wie sonst etwas, das es gar nicht gibt. Bin ich gegen alle Dinger gelaufen? Genau, ihr habt ja schon gesehen, dass von dem Level zwei Wege abführen. Einmal halt die Insel weiter, dann nochmal, ich glaube, ich sterbe gleich. Oh, Glück gehabt. Und der eine Weg führt einfach storymäßig weiter. Für den anderen Weg brauchen wir einen Schlüssel aus einem Cortex-Bonus-Level, die es woanders gibt. Also hier finden wir nicht den Schlüssel für den Level, der hier abführt, sondern im nächsten Level. Ich glaube, das ist sogar bei der zweiten Abzweigung genauso und es sieht auch wieder sehr knapp aus, was ich hier mache. Da sterbe ich lieber, da springe ich lieber in den Abgrund, ist sicherer. So. Hier muss ich jetzt nicht mit dem Kinn spielen wie in Assassin's Creed. Also den recht Analogstick mit dem Kinn bedienen. Hier gibt es ja keine Kamera. Oder? Da kannst du trotzdem mit dem rechten Stick irgendwie was machen. Ne, das ging in Quest 4, da konnte man die Kamera ein bisschen neigen. War teilweise sogar ganz nett, um Kisten zu finden, die irgendwie verborgen sind. Verborgen. So, das müsste jetzt auch schon Levelende sein, denke ich. So, ja. Was im Original mal passiert ist, ist, wenn man hier so früh auf die Plattform raufspringt, dann, fliegt man gegen den Stein und ist tot. Nicht angenehm. Klasse! Naja, aber du hast vergessen. Eine Trophäe gab es übrigens, wenn man da mindestens 30 stehen hat, und dann gibt es dafür eine Trophäe für den PS4 und ich denke mal auch einen Erfolg auf der Xbox und auf dem PC. Auf jeden Fall hier seht ihr den Schlüssel und den können wir hier gewinnen. Also holen wir uns den nochmal. Ich denke mal, alle Kisten können wir auch hier holen. Und für den Edelstein müssen wir halt den Cortex-Bonus schaffen. Das ist jetzt gerade irgendwie auch das einzige Level, wo ich noch kein Relikt geholt habe. Noch ein Grund mehr, dann die Relikte zu streamen. Ich freue mich drauf. Ich komme jetzt auch irgendwie besser mit den Wippen klar. So, weg damit. So, die kann man drehen. Die paralysieren einen nicht. Oder verwirren einen nicht. Natürlich muss man auch aufpassen, hier die ganzen Cortex-Icons zu bekommen. Aber ich denke mal, das kriege ich. Soll ich hinbekommen? Wenn nicht, ich kann ja sterben. Hier darf ich ja auch sterben für alle Kisten. Also, das ist schon mal nett. Das ist das leichtere der beiden Ruinenlevel, eben, die den farbigen Edelstein hat. Hier was? Eine Maske. Und jetzt hier rüber. Hier ist der Rhythmus auch leichter. Rhythmusmeister.
das war knapp, fast. Das war auch knapp. Ich habe noch keine Cortex-Maske gefunden, das finde ich beunruhigend. Beim Cortex-Kopf, das sind keine Masken, das sind Köpfe. Templar-Asset, mach doch mal richtig. Max wird Asset. Aua! Ah. Hopp. So komm, mach jetzt mal richtig bitte. Zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. Und hopp. Ah genau, hier bin ich doch, das ist jetzt auch erst runtergefallen. Dann mach dein Feuer. Lass mich drauf springen. Und hier jetzt bitte ein Cortex-Kopf. Kein Cortex-Kopf. Aber auch der erste Tornerkopf, okay. Zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. 2, 3, 4, 5. Und drüber. Hier ist doch bestimmt ein Cortex-Kopf. Nö, okay. Was war denn das? Aber der Rhythmus war richtig. Oh. So schwer ist es doch gar nicht. Zack, und zack. 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 Die Fledermäuse kommen übrigens auch nicht mehr, wenn man die beiden Mutterfledermäuse getötet hat. Okay, da muss ich mich auch gleich nochmal ein bisschen mehr konzentrieren für diesen Sprung. Oh. Geht doch. Ich glaube, das Relikt ist ja eigentlich auch ganz live. Man muss einfach nur durchkommen und halt durchhalten. Oder ich sterben. Komm her. Das ist der erste Cortex-Kopf. Es ist hoffentlich auch der erste. Aber ich glaube ja. Die Maske nehme ich gleich mit. Erstmal den Checkpoint. Und dann die Maske. Und durchrennen. Hier direkt durch. Da ist das Timing jetzt komplett durch am Arsch. Ich hoffe, das schaffe ich. Ja, gut. Nicht runterrutschen. Ah, okay. Zweiter Cortex-Kopf und dann kriegen wir natürlich auch den dritten. Oh oh, oh, eine Supermaske kann hier tatsächlich auch ziemlich gefährlich sein, aber gut. Auch nicht. Ja, Supermaske bringt mir halt echt viel. Ah ja, komm. Tob dich aus. Aber das war das richtige Timing. Genau. Der muss dann danach nur richtig springen. So, genau so nämlich. Das war wieder sehr knapp und hier ist der Cortex-Bonus. Getorna mit dem Auswahlköpfchen, heißt, da haben wir den Bonus auch nicht verpasst. Hier springe ich jetzt, lieber ich springe jetzt nur noch bei diesen Plattformen.
Ah, magst du etwas nostalgischer? Ne, manchmal, ja, manchmal nein. Okay, hier ist auch ein schwieriger Bonuslevel. Und aber diese musste man auch im Original schaffen, um die Schlüssel zu bekommen. Dankeschön. Und mit dem Schlüssel können wir gleich dieses andere Level, was noch versperrt war, dann auch beöffnen. Werden wir dann auch direkt machen. Hier ist drückt. Okay, Torna direkt, aber der Bonuslevel ist dann oben. Also hier in der Mitte. Also haben wir gleich nochmal einen Checkpoint. Ist doch super. Hey, das kenne ich. Das gab es auch in Crash Bandicoot 4, dieser Aufbau. Ja, das gab es auch in Crash 4. All Crash 4 hat ja auch einige Bonuslevel nochmal übernommen und umgestaltet, neu gestaltet, aber letzten Endes hat man noch die alten erkannt. Wie viele Kisten noch neu? Ja, die sollten wir noch finden. Ich wäre natürlich noch sehr unangenehm, wenn mir jetzt eine Kiste fehlt. Aber ich wüsste nicht wo. Und es ist halt wie gesagt auch nicht Crash 4, was wir hier spielen. Komm, mach deine Runde und spring bitte rauf. Dankeschön. Nochmal ein Checkpoint. Ist etwas schneller hier. Ist schon mal eine Vorbereitung auf Slippery Climb und vor allem Stormy Ascent. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Komm, hier muss ich den triggern. Oh, 8 Kisten, ich glaube, das sind die auch. Hallo? Sehr schön, sehr schön. Wir haben sogar fast die 99 Leben. Damit ist die 99 Leben Challenge ja auch schon fast erreicht. Kriegen wir jetzt 4%? Wir kriegen 7%, okay. Wahrscheinlich dafür für das komplette freigeschaltete Level. Ja, stimmt, man kriegt dafür für die Level, die man freischaltet, Punkte und nicht für die geschafften Level. So war das. Auf jeden Fall haben wir jetzt mit den Schlüssel hier Whole Hog freigeschaltet, das zweite Reitlevel, was ein bisschen schwieriger ist. Also machen wir das mal. Die Musik ist cool. Muss ich gedrückt halten beim Sprung? Scheint so. Aber ja, sonst sind auch diese Level einfach auch kein Problem. Man muss ja eventuell nochmal gucken, wie halt der Rhythmus hier ist. Aber auch das sieht man eigentlich schon im Vorhinein. So, dann will ich nach links dann ausweichen entsprechend. Rechts. Hier auch rechts, dann links, rechts, links, rechts, links, rechts und unten durch, ja. Hier auch rechts, dann links, rechts, links und geschafft. Auch keine Kiste übersehen, wie auch immer das passieren soll. Eher nicht bekommen, aber links übersehen. Und dort hier ist auch das Platin-Relikt komplett geschenkt. Ich frage mich halt, ob man hier überhaupt Saphir bekommen kann. Oder ob es möglich ist, gar kein Relikt hier zu bekommen. Das wäre was für den Stream auf jeden Fall. Dass ich einfach mal probiere, gar kein Relikt hier zu bekommen. Ich muss mal gucken auf die Wespenliste. 48 Sekunden. Ist halt schon ein gutes Stück zu Platin. Platin kriegt man halt eigentlich komplett leicht. Schau mal hier. Templar Assassin ist hier. Keine Ahnung, wer das ist hier. Friesenjunge ist hier. Irgendjemand ist hier. Helena. Und der Arzt. Aber okay, es hat zumindest jemand. 52, 54. Ist das der Negativrekord hier? Das wäre interessant.
Also das sieht halt auch aus wie eine echte Zeit, die Frage, wie er das gemacht hat. Wahrscheinlich möglichst wenig links und rechts tippen. Ich glaube, das macht nochmal ein bisschen was aus. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt noch Zeit für Koala Kong. Also machen wir den auch direkt. Nicht zu verwechseln mit, keine Ahnung, Konga Ronga. Kongarilla. Der ursprüngliche Name für Rilla Ruhe. Man springt nicht mit Kreis, das ist kein Kingdom Hearts. Ich glaube, man kann die auch zerstören, die er wirft. Und zurückgeschleudert. Ich kann auch direkt zurückschleudern, aber später muss man das halt timen mit den Loren, die hier vorbeifahren. Okay, hier kann man es jetzt nicht zurückdrehen, weil die Loren im Weg sind. Da muss man halt wirklich warten. Jetzt hattest du sehr Angst vor dem TNT. Vor dem Klientel. Komm, dafür drehe ich das jetzt direkt zurück. Direkt letzt zurück. Aber jetzt, da war jetzt die Lore im Weg, da wollte ich jetzt nicht drehen. Ja, ist auf jeden Fall voll, komplett aus der Muckibude entkommen. So, komm, fahrt weg und rüber. Und war durch und besiegt. Und tschüss. Na na na. Juhu. Ja, wie Rayman sagen würde. Die Wumpa-Inseln. Unendliche Weiten. Damit haben wir jetzt die Cortex-Insel erreicht. Und ja, die. Ja. Na gut, in der nächsten Folge kann man auch irgendwie die Karte irgendwie so. Und irgendwie eine Karte. Ah, genau, hier kann man mit Viereck, mit Quadrat, mit Karsten kann man hier die Insel angucken, da ist auch Stormy Eskind. Müssen wir halt auch noch machen, liebe Leute der Kinder. Aber ja. Das war's auch erstmal jetzt für diese Folge. Und in der nächsten Folge machen wir Heavy Machinery. Bis dann und ciao.